Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Bevor das Video startet, möchte ich euch von einem kleinen Event erzählen, das Kenny von Alpen Racing und ich geplant haben. Erster Link in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt, das Ganze findet am Samstag ab 18 Uhr statt. Und ich kann nur so viel dazu sagen, es ist das sogenannte Crazy Alpen Event. Also ich glaube mal, ihr werdet wahrscheinlich mit einem Lachen aus diesem Event rausgehen, denn wir haben was vollkommen Verrücktes für euch geplant. Falls ihr Interesse habt, folgender Schritt. Auf alpen-racing.com registrieren, das Formular dafür ausfüllen, den Discord joinen und ein Gespräch mit Kenny haben. Beeilt euch, es sind noch wenige Plätze verfügbar, welches auf dem PC stattfindet und ich freue mich auf jeden Fall auf das Event. Ja, liebe Leute, ihr habt es schon im Titel gesehen und zwar steht da Angebot fürs Cheaten bekommen. Also erst einmal, what the fuck? Das ist erstmal das Erste, was mir da wirklich zu einfällt, denn ich habe in F1 nie gecheatet, ich cheate in F1 nicht und ich werde niemals in F1 cheaten. Und die haben einen netten Brief geschrieben. Das Ganze seht ihr jetzt hier und die Übersetzung folgt jetzt. Wir bei F1 Cheats sind sehr damit beschäftigt, die fortschrittlichsten Renncheats zu entwickeln. Unsere Cheats sind vollständig kontrollierbar. Unsere fortgeschrittene Version kann sogar über die Website und das Telefon aufgerufen werden, sodass es möglich ist, werde zu ändern, ohne dass es jemand sieht. Der fortgeschrittene Cheat ist auch nicht im Taskmanager sichtbar, da es sich um einen völlig anonymen Cheat handelt, empfohlen für wettbewerbsorientierte Rennfahrer, die nicht erwischt werden wollen. Wir verkaufen einen Basis- und einen fortgeschrittenen Cheat, beide Cheats sind unterschiedlich in ihrer Funktionsweise. Zum Beispiel empfehlen wir die fortgeschrittene Version für Liga-Rennfahrer, weil es nicht auf Screenshots zu erkennen ist, können sie es leicht während ihres Rennens über ihr Telefon anpassen. Die Basisvariante ist für Leute, die einfach nur mit Freunden herumalbern wollen, mit extrem hohem Grip einfach nur mit ihren Freunden lachen wollen und so weiter. Die Preise für unsere Produkte sind Basis 30 Euro, Advanced 50 Euro, in Klammern, vorübergehender Verkauf, normaler Preis ist 80 Euro. 80 Euro! Wir verstehen, dass dieser Betrag als sehr hoch empfunden werden kann, aber wir verbringen viel Zeit mit der Entwicklung unserer Cheats. Wenn Sie an einem unserer Cheats interessiert sind, dann kaufen Sie ihn über diesen Link. Ich bin fassungslos, ich bin fast sprachlos, ich bin verärgert und ich kann beim besten Willen nicht glauben, dass ich so etwas bekomme. Ihr wollt also allen Ernstes 30 bzw. 50 bzw. 80 Euro von mir haben. Ja. Ich würde das Geld lieber im Klo runterspülen, als es euch zu überweisen, damit ich einen Cheat bekomme, um auf Zeitfahren besten Listen auf Platz 1 zu stehen. Ich habe euch mal ein paar Videos von Marcel Kiefer mal in die Videobeschreibung gepackt, denn ich kann euch sagen, der Typ weiß, wovon er redet und ich kann euch nur raten, guckt euch die Videos an und dann kommt das Skill von alleine und nicht durch so einen Cheat, der allen Ernstes, sage ich mal, auch sogar wettbewerbsorientiert ist. Ich kann nur so viel dazu sagen, diejenigen von euch, die einen Cheat über diese Website kaufen, für so einen unverschämt hohen Preis und dann sich auf Platz 1 in ihrer jeweiligen Liga cheaten, die haben von mir den Respekt sowas von verloren und da gibt's auch kein Zurück. Allerdings muss ich sagen, der Preis ist natürlich relativ heftig, ne? Ja, da könnte man wirklich mal drüber nachdenken, so einen Cheat zu kaufen für diesen Preis. Ach, wirklich? Nein, kann man nicht. Und liebes Codemasters-Team, sorgt bitte dafür, dass eure Games in Zukunft ein bisschen sicherer und auch schwieriger gestaltet sind, sodass die Cheater und Hacker erst keine Chance haben. Vollständig unmöglich, ich weiß, ist nicht ganz machbar, aber dennoch, versucht es zumindest. Und an alle diejenigen von euch, die gerade erst mit F1 angefangen haben, sage ich jetzt mal, sei es mit der Tastatur, mit dem Controller, mit dem Lenker, mit dem Kochlöffel, mit dem Schneebesen oder meinetwegen mit dem Ofenhandschuh, ist mir scheißegal, mit was ihr anfangt. Fakt ist, bitte tut mir einen Gefallen, kauft nicht diese Cheats. Tut euch selbst und allen anderen den Gefallen, macht es nicht, bitte. Denn den Skill kann man durch Streamer, durch YouTuber, durch E-Sportler alles selber erlernen, wie ich schon eben mit Marcel Kiefer gesagt habe. Ich weiß nicht, was die Leute einfach geritten hat, mir so eine Nachricht zu verpassen, denn ich bin nicht der Einzige, mein Mod iBase, schöne Grüße gehen raus, der hat nämlich auch sowas bekommen und auch ein weiterer Zuschauer hat so ein Angebot bekommen. Natürlich werde ich sowas nicht machen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, habt ihr so eine Nachricht bekommen? Und kennt ihr zufälligerweise jemanden, der sogar cheatet? Das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und auch ein Abo gerne dalassen. Würde mich sehr freuen. Eins vorab noch, liebe Leute. Am Montag, also morgen, werde ich ab 18.30 Uhr das Alpine-Event ab ungefähr 17 Uhr streamen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, denn ich habe nämlich die Lizenz durch meinen Bildergeber bekommen. Und auch das Alfa Romeo-Event
Am Sonntag, den, ich glaube, 27. ab 9 Uhr werde ich ebenfalls streamen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.